Ich kenne diese Situation nur zu gut. Ich war da schon sehr häufig drin, als ich diesen Kanal hier gestartet habe, aber auch bei den diversen unterschiedlichen YouTube-Kanälen, die wir schon von null auf zum Wachsen gebracht haben. Am Anfang ist es meistens so, man lädt Videos hoch und die kriegen vielleicht 10, 20 Aufrufe. Und man kommt einfach nicht voran und die Videos kriegen nicht mehr Aufrufe, man hat kaum Abonnenten, die auf die Videos klicken, die werden auch irgendwie nicht weiter geteilt und man weiß einfach nicht, was soll man tun, um diese Aufrufe zu bekommen? Was kann man denn jetzt machen, damit überhaupt mal Leute den Kanal abonnieren, damit der Kanal wächst, dass man da irgendwie so durchstößt, weil die ersten 100 Abonnenten sind einfach die schwierigsten, die ersten 1000 Abonnenten sind die schwierigsten. Sobald man mal diese Meilensteine geknackt hat, dann wird es einfacher, das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Aber gerade deshalb kann es am Anfang total sinnvoll sein, mit ein bisschen manuelleren Wegen ranzugehen und ein bisschen zu schummeln fast schon und zu gucken, dass man am Anfang Abonnenten auf anderen Wegen gewinnt, als einfach so zufällig durch YouTube, was später, naja zufällig auch nicht, aber was später einfacher wird. In diesem Video möchte ich dir mal 5 Möglichkeiten zeigen, wie du das komplett kostenlos, aber mit ein bisschen Trickessereien hinbekommst. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und in diesem Video geht es speziell um kleinere Kanäle. Viele von den Strategien funktionieren aber auch für größere Kanäle. Aber manche von denen lohnen sich irgendwann einfach nicht mehr, weil man doch eher kleinere Abonnentenzahlen gewinnt, kommt ein bisschen auf die Strategie. Fangen wir aber sofort an, springen ins erste Thema rein. Und das erste Thema, da will ich dir eine Frage stellen. Was ist denn gerade in deinem Bereich so beliebt? Oder noch besser, gibt es gerade was, wo die traditionellen Medien von berichten, was in deinem Themenbereich ist? Oder gibt es irgendwie so einen großen Launch, irgendein neues Produkt zum Beispiel oder ein großes Event, was irgendwie stattfindet, irgendwas Politisches, was auch immer? Gibt es gerade so das eine Thema in deinem Bereich, über das alle reden? Das ist auf jeden Fall immer eine großartige Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Vor allem, wenn man es schafft, schnell in so einem Bereich zu sein und einer der Ersten zu sein, dann hat man auch als kleiner Kanal die Möglichkeit, gegen die ganzen großen Kanäle anzukommen, weil es eben noch nicht so viel zu diesem Thema gibt, weil das Thema gerade ganz neu ist. Aber wenn das wirklich groß ist und News-Charakter hat, dann suchen auch viele danach. Dann wollen viele Leute sich dazu auch Inhalte angucken. Und wenn man da es schafft, einer der Ersten zu sein, dann ist es eine super Möglichkeit, auch Reichweite zu bekommen. Ein cooles Tool, was man sich da zunutze machen kann, sind die Google Trends. Die habe ich in diesem Video schon mal erklärt. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man auch als kleiner Kanal da irgendwie durchbrechen kann. Tipp Nummer 2, manuelle Verbreitung. Man kann auch wirklich sehr gezielt selber ran gehen und seinen Kanal verbreiten. Und zwar, indem man hingeht, wo die Zielgruppe gerade schon ist. Also nicht auf YouTube seine Videos macht und dann hofft und schaut, dass die Leute auf den eigenen Kanal kommen, sondern dass man wirklich die einzelnen Videos dahin verbreitet, wo Leute sich schon aufhalten. Wo kann das denn zum Beispiel sein? Naja, vielleicht gibt es Facebook-Gruppen, wo sich deine Leute aufhalten oder Gruppen auf anderen Social Medias. Da gibt es häufig so private Gruppen, wenn man denen beitritt und dann einmal einen wirklich coolen Post macht, wo man seinen Kanal bewirbt, sofern das erlaubt ist in dieser Gruppe, dann habe ich schon gesehen, dass Leute wirklich einige hunderte Abonnenten allein durch so einen Post bekommen haben. Das ist natürlich, da muss man die richtige Gruppe für finden und die richtigen Leute, aber das kann tatsächlich sehr interessant sein, wenn man da wirklich aufspulen kann, wo die eigene Zielgruppe sich aufhält. Je nach Zielgruppe kann es zum Beispiel auch was mehr so internetaffines sein wie Reddit. Da gibt es verschiedene Subreddits zu allen möglichen Themen. Auch da kann man sich einbringen. Vielleicht gibt es irgendwelche Discord-Server, wo du auch drauf gehen kannst und wo Leute sich über dein Thema unterhalten. Bring dich da ein, schau, dass du vielleicht auch deine Videos verbreitest. Wie du das genau machst, sage ich dir gleich nochmal. Was zum Beispiel auch gut funktionieren kann, ist GuteFrageNet. Das ist ja so eine Seite, wo Leute alle möglichen Fragen stellen. Vor allem, wenn du einen Kanal hast, wo du für eine relativ breite Masse auch Themen und Fragestellungen beantwortest, kannst du da vielleicht Fragen finden von Leuten, die genau diese Frage gestellt haben, dein YouTube-Video hier einbringen und dadurch auch wieder Aufrufe von allen Leuten, die diese Frage finden, bekommen. Insgesamt kannst du auch einfach mal suchen, ob es Foren für deinen Bereich gibt. Also einfach mal bei Google dein Thema und Forum eingeben und dann mal schauen, gibt es Foren, wo Leute sich über deinen Bereich unterhalten. A, kannst du mal gucken, was sind denn so die meistgefragten Fragen da. Das ist schon mal eine super tolle Information. Dazu kannst du Videos machen, weil das sind wahrscheinlich Themen, die die Leute interessieren. Und wenn du solche Videos dann hast, kannst du sie auch als Antwort posten. Und dann ist das ja gleichzeitig Mehrwert. Und die Leute kommen eben auch auf deinen YouTube-Kanal. Du kannst natürlich auch schauen, was gibt es für andere Kanäle in meinem Bereich. Und dann in den Kommentaren da aktiv werden und schauen, dass du damit eben auch Sichtbarkeit bekommst und vielleicht auch dem einen oder anderen auffällst, weil du da eben so aktiv in den Kommentaren bist. Ganz wichtig bei all diesen Plattformen ist nicht spammen. Niemand mag das, wenn man da jemand einfach nur die ganze Zeit nervige Eigenwerbung macht und sagt, komm auf meinen Kanal, schau dir meinen Kanal an, abonniere meinen Kanal. Vermeide es also, ständig einfach nur Eigenwerbung zu machen, deinen Kanal, deine Videos zu posten. Das kann auch schnell dazu führen, dass du gebannt wirst, von welcher Plattform auch immer du da unterwegs bist. Stattdessen solltest du hingehen und wirklich Mehrwert liefern. Also
Hilf den Leuten bei ihren Problemen. Gib ernsthafte Antworten. Und dann kannst du am Ende immer noch schreiben, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Wenn dein Video auch wirklich dazu ist und passend Mehrwert gibt, dann wird es auf den meisten Seiten auch toleriert. Aber schau dir wirklich vorher an, was sind denn die Regeln von diesem Forum zum Beispiel, von dieser Gruppe. Darf man Eigenwerbung machen? Darf man keine Eigenwerbung machen? Und was ist da erlaubt? Was ist da nicht erlaubt? Da solltest du dich wirklich dran halten, ein bisschen zurückhalten, wirklich auch Mehrwert geben, dich in diese Community einbringen. Das bringt dir nicht nur was, deine Videos verbreiten zu können, sondern wie ich eben gesagt habe, kann dir auch viel beibringen, wie diese Community tickt und was die Themen wirklich sind, die du auf deinem YouTube-Kanal auch entsprechend leisten kannst. Tipp Nummer 3, kooperiere mit anderen Kanälen, die schon Reichweite haben. Das ist besonders interessant, wenn das natürlich ein bisschen größere Kanäle sind, aber ab einer gewissen Größe kann man das auch mit ähnlich großen Kanälen machen. Wichtig ist, der andere Kanal hat eben genug Reichweite, um dir was zu bringen. Du musst dich jetzt fragen, okay, was kann ich denn diesem anderen Kanal bringen? Vielleicht ist es auch Reichweite. Wenn ihr beide schon ähnliche Reichweite habt, dann muss man gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Aber dann kann man Videos auf beiden Kanälen machen, sich die gegenseitig rüberschieben. Wenn du jetzt noch nicht so viel Reichweite hast und mit einem größeren Kanal kooperieren möchtest, dann musst du dir wirklich überlegen, was kannst du dem anderen denn bieten? Das kann Geld sein. Klar, man kann andere größere Kanäle dazu für bezahlen. Man kann aber auch zum Beispiel vielleicht mit Connections einem irgendwas bieten, vielleicht schaffst du es, irgendwas zu organisieren, was der niemals selber hätte organisieren können, was aber total spannend an Inhalten für den Kanal ist. Allgemein irgendwie was Besonderes vorbereiten. Als großer Kanal ist man immer auf der Suche nach Inhalten. Und wenn du was ganz Besonderes vorbereiten kannst, was nicht, das muss schon was Besonderes sein. Also das ist wirklich ganz wichtig. Gerade wenn du ein kleiner Kanal, einen größeren Kanal reingehst, wenn ich irgendwie eine Anfrage bekomme und ich denke mir, das Video kann ich auch einfach selber machen, dann würde ich die nicht annehmen. Aber wenn es was ganz Besonderes ist, was man vielleicht selber nicht organisiert bekäme, dann hat man auch eine gute Chance, so eine Kooperation zu machen. Und eine Alternative kann auch immer sein, dass du einfach nur auf deinem Kanal was über diesen anderen Kanal machst. Also du könntest ein Interview führen, du kannst aber auch eine Analyse von der Person, dem Kanal, von der Firma, was auch immer, was halt zu deinem Kanal passt, machen. Aber wenn du über andere sprichst, dann kann es gut sein, dass die dich zum Beispiel auch teilen und dass du darüber Reichweite bekommst. Oder allgemein, dass du auch zum Beispiel zu dem Namen von der Person dann in der Suche gefunden wirst und Leute, die sich für diese andere Person interessieren, auch deinen Kanal finden. Also dich da so an größeren Namen in deinem Bereich ranzuklinken, kann total interessant sein. Und das muss ja auch gar nicht sein, dass diese Leute unglaublich gigantische Reichweiten haben. Das können ja auch nur ein bisschen größere Kanäle sein, die aber eben schon deutlich mehr Reichweite haben als du. Wenn du jetzt noch keine 100 Abonnenten hast und du hast deinen Kanal mit 2000 Abonnenten, kann das ja auch schon total spannend für dich sein. Technik Nummer 4, mach dir die YouTube-Suche zunutze. Allein im letzten Jahr habe ich über 13.000 Aufrufe allein über den Begriff YouTube-Kanal erstellen bekommen. Das war nur dieser eine Begriff, in anderen Wortkombinationen waren das noch viel mehr Aufrufe. Also zu diesem einen Thema super viele Aufrufe und auch dementsprechend ganz viele Abonnenten gewonnen. Und genau sowas ist total spannend, weil das Schöne ist, die YouTube-Suche diskriminiert nicht nach Kanalgröße. Das mag vielleicht manchmal sich so anfühlen, das liegt aber wenn dann nur daran, dass eben größere Kanäle schon mehr Erfahrung haben, wie sie bessere Videos machen, um auch wirklich in der Suche oben aufgerufen zu werden. Aber grundsätzlich habe ich es immer und immer wieder gesehen, wie kleine Kanäle es geschafft haben, mit wirklich guten Videos höher in der Suche auch aufzutauchen als ganz, ganz große Kanäle, weil die Suche eben vor allem gute Inhalte bevorzugt und passende Inhalte zu dem Suchbegriff. Wenn die Leute dein Video als das perfekte Video, die perfekte Antwort für eine bestimmte Suche empfinden und darauf klicken, dann wird der Algorithmus dem folgen und du wirst oben in der Suche bleiben und kannst dann eben sehr regelmäßig, und das ist das Schöne an der YouTube-Suche, auch Aufrufe bekommen. Finde also heraus, was Leute in deinem Bereich suchen. Dafür kannst du die Suchvorschläge von YouTube benutzen, also anfangen, was einzugeben und zu gucken, was dir vorgeschlagen wird. Das sind die Sachen, die die meisten Leute eingeben. Oder nutze irgendwelche Tools dafür. Gibt es auch verschiedene Tools. Ich habe viel mehr auch schon in diesem Video mal über SEO erklärt. Guck dir das an, da hast du eine ausführliche Anleitung. Das kann eine sehr interessante Strategie gerade für den Anfang sein. Tipp Nummer 5, nutze bestehende Zielgruppen. Falls du irgendwo schon Leute hast, falls du in der Gruppe eh schon bist oder falls du wirklich schon eine eigene Zielgruppe auf Social Media hast, auf einem anderen Social Media zum Beispiel oder ein Newsletter hast oder was auch immer, zeig den Leuten deinen YouTube-Kanal, verbreite deinen YouTube-Kanal aktiv, weil gerade wenn du Leute hast, die dich schon kennen, ist das natürlich am allerbesten. Und damit kannst du auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Deine Abonnentenzahl wird nicht nur größer, du kannst YouTube auch zeigen, das sind die Leute, die sich meinen Kanal angucken. So eine Zielgruppe möchte ich gerne mit dem Kanal ansprechen. Und dadurch wirst du automatisch auch mehr Leuten mit ähnlichen Interessen vorgeschlagen. Und es wird auch für YouTube einfacher, deine Videos zu verbreiten. Und jetzt habe ich noch einen Bonus-Tipp Nummer 6 für dich. Und zwar ist das kein Tipp für eine Quelle für Zuschauer, aber eine Sache, die wir häufig vergessen, weil es ist wirklich immer und immer wieder sinnvoll und wichtig, sich das vor Augen zu führen. Wenn irgendwas von diesen Strategien funktioniert oder eine andere Strategie, dann verzettel dich nicht, dann guck nicht, was sind noch weitere Möglichkeiten zu wachsen, sondern konzentriere dich voll und ganz auf das, was funktioniert. Wir gehen am Anfang von so einem Kanal meistens so vor, dass wir erstmal ein bisschen ausprobieren, verschiedene Themen ausprobieren, verschiedene Formate ausprobieren, gucken, wo können wir denn die Zielgruppe erreichen, wo können wir Zuschauer herbekommen.
Und wenn wir herausfinden, das ist das Format, was funktioniert, das ist das Thema, was einschlägt, dann voller Fokus darauf, weil damit kannst du das dann schnell zum Wachsen bringen und dann kannst du irgendwann immer noch gucken, kann ich doch mal andere Sachen ausprobieren. Aber verzettel dich da nicht, finde deine eine Sache, mit der du wachsen kannst am Anfang und dann setz alles auf dieses eine Pferd, weil das funktioniert auf YouTube meistens am besten, wenn du eine Strategie hast und du hast rausgefunden, diese eine Strategie funktioniert, die dann 100% durchzuziehen. An der Stelle möchte ich dir auch nochmal die Möglichkeit geben, deinen Kanal zu verbreiten auf eine andere Art und Weise und zwar in meinen Kommentaren. Diese Kommentare sind wirklich auch für Eigenwerbung jetzt offiziell geöffnet, sage ich mal. Schreib ruhig rein, ich mache einen Kanal zu Thema XYZ, ihr könnt abonnieren, wenn folgendes, das passiert auf meinem Kanal. Mach einfach einen kleinen Text, was, warum dein Kanal interessant ist. Vielleicht findet sich ja hier auch der ein oder andere, der sich fürs gleiche Thema interessiert und du gewinnst vielleicht ein paar Abonnenten dadurch. Also wie gesagt, tauscht euch gerne aus hier in den Kommentaren, nutzt das, um euch gegenseitig auch mal eure Kanäle vorzustellen. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.